Dann soll es und wird es keinen Durchgangsverkehr mehr geben. Das wünscht sich ein Teil der Bevölkerung schon seit Anfang der 90er Jahre. Aber zahlreiche Einsprachen von Personen und Parteien, die durch diesen Bau markante Einbussen werden haben, haben sich jahrzehntelang dagegen gewehrt. Jetzt hat der Kanton Bern mitgeteilt, dass das Projekt für das Umfahrungstunnel zu Twann rechtskräftig ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Einsprachen behandelt und keine neuen Beschwerden dazu bekommen. Der Widerstand ist aufgegeben worden. Mit dem hat das Projekt grünes Licht. Sophie Kiest mit den Details. Es ist endgültig. Anne Claire Schott muss sich von einem Teil von ihrem Weinberg verabschieden. Die Baumaschinen für den Bau des Tunnels werden hier unten am Ortseingang von Wingreis aufgestellt. Es fährt hier Richtung Twann, vielleicht 50 Meter die Richtung an. Und er wird auch alles unterhalb dieses Weges ausgerissen. Die Lösung immer mehr zu betonieren, das ist eigentlich etwas, das diskutiert man schon seit Jahrzehnten. Und seit dem Bielersee sollte man aufhören, Strassenbau aufhören. Gross zu betonieren und wir fahren gleich weiter. Das ist sehr schade. Die Winzerin hat für den Erhalt von ihrem Weinberg gekämpft. Zusammen mit dem Komitee N5 Bielersee so nicht hat sie eine Initiative eingereicht, die die Gemeinde Twann aber für ungültig erklärt hat. Sie hat dann wie 80 andere Personen aus der Umgebung eine persönliche Beschwerde eingereicht. Ihre Priorität ist es jetzt, den Teil von ihrem Weinberg zu schützen, wo ihr noch bleibt und an die Baustelle angrenzt. Da werden wir in enger Zusammenarbeit müssen schauen, wie die Reben bestmöglich geschützt werden. Wie schaut man, dass sich der Wasserhaushalt nicht zu fest verändert, wenn hier grosse Schneisen in den Boden reingegraben werden. Wie kann man die Reben vor dem Staub besser schützen, vor Teer, also Aerosolbelastungen. Zu Twann freut sich der Peter Veitknecht schon auf eine ruhige Fahrt. Er setzt sich seit 30 Jahren für den Bau des Tunnels ein. Ich hätte nie gedacht, dass die Prozesse so lange gehen könnten und man so lange stürmen kann. Es ist auch ein wahnsinniger Vorteil für die Gemeinde Twann. Umso mehr, dass es viele Einsprecher waren, die zu Twann wohnen. Und jeder gewinnt hier etwas, ob er jetzt direkt in der Strasse wohnt oder hinter im hinteren Häuserreihe. Laut dem Bundesamt für Strassen Astra soll der Bau im 2027 oder 2028 starten. Weil die Arbeiten außerhalb der Nationalstrasse ablaufen, werden sie den Verkehr nicht stark beeinträchtigen. Daniel Glerschott hat schon ein neues Grundstück gefunden, um den Verlust für ihren Reben zu kompensieren.